Leute, hier ist LineGamer1 und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Cities in Motion 2. Ja, im letzten Teil, ja so am Ende vom letzten Teil haben wir ja, oder beziehungsweise generell über den letzten Teil hinweg, haben wir ja ziemlich mit den Fahrscheinpreisen irgendwie, ja, haben da die Fahrgäste anscheinend hier irgendwie Probleme, ich weiß auch nicht wieso, also irgendwann haben die ein Problem mit unseren Fahrscheinpreisen. Die akzeptieren die nicht so hier, wir sollen jetzt schon für 50 Cent Busticket, also 10 Cent ist jetzt wirklich nichts, das machen wir nicht. Das können wir nicht machen, aber das hier ist noch okay erstmal so, aber viel weiter können wir nicht mehr mit den Preisen runtergehen, weil wir können ja mal kurz bei der Obusine nochmal vorbeigucken. Wenn wir uns die mal angucken hier, da sind die Einnahmen nicht mehr so hoch, wie sie mal waren. Ja, da hat's mal, sie waren mal auf 11.000, aber ja, es hat alles ein bisschen gesunken, aber die Fahrer, die Gehälter von den Fahrern, die müssen wir halt dann auch alle mal runter machen. So 2% Überfüllung wollte ich jetzt. 2% sollen sie jetzt nicht ignorieren. Und die kriegen hier mal neuen Geld. Das stellen wir mal so ein. Und die kriegen auch mal ein bisschen weniger von uns. So. Alter, hier die Obuspreise, sollen die gleich kostenlos fahren oder wie? Irgendwann reicht's auch. Also günstiger kann man es auch nicht mehr machen. So, ja, hier die U-Bahn ist schon überfüllt. Kommt Leute überhaupt noch rein? Folgen wir einfach mal diesen hier. Und was der dann, ich würde mal gerne irgendjemand nochmal so folgen. Wir gucken jetzt erstmal wegen der Autobahn. Hier, das ist ja alles schön lukrativ. Die Buslinien sind auch ja, da haben wir immer das gleiche Problem mit den Fahrgästen, aber das ist noch in Ordnung. Wir haben wirklich nicht mehr so viel grimmige Gesichter hier hinten. Ja, es ist auch okay. Wir haben da ja die Linie etwas seltener jetzt fahren, also nicht mehr so oft. Ein paar Minuten später fährt der nächste Bus los, aber es ist trotzdem noch akzeptabel. Ja, die U-Bahn-Linie hier, die wird auch noch schön viel Geld einbringen. Ja, das ist leider wieder gesunken. Wie wir ja gesehen haben, mussten wir ja wirklich die Preise richtig runterdrehen und das hat halt wirklich, ja, uns jetzt wirklich dazu gebracht, dass wir weniger einnehmen. So, ja, die Straßenbahn fährt schön da unten runter durch. Ist überhaupt eine Oberleitung? Was ist das hier? Da ist gar keine Oberleitung. Und trotzdem den Mast da draußen. Ich weiß auch nicht, wie sonst irgendwie ein Strom da kommen sollte, wenn da gar keine Oberleitung ist. Höchstens über die Schienen, aber dann bräuchten die ja keinen Mast ausfahren. So, manchmal ist es leider ein bisschen unlogisch, aber was soll man machen, dann könnte man ja auch nicht alles bauen. Und da halt diese Sachen hier passieren, naja, der passt nicht ganz dadurch, also so gut ist das jetzt nicht realistisch, aber ja, sonst könnte man halt, wie gesagt, manches nicht bauen und das wäre halt nicht so doll. So, da warten die Leute wieder. Aber die kommen ja nicht mehr weit, ne? Das ist es ja. Wir verfolgen jetzt einfach mal irgendeinen. Wen suchen wir uns denn mal aus? Nehmen wir einfach mal hier irgendeinen aus, der mit so einer U-Bahn losfährt. So. Hier, der an der oberen Station da steht. So, wen suchen wir uns aus? Freie Wahl, wir nehmen jetzt einfach mal hier. Na, das nehmen wir mal der Ziel. Die waren alle zum Nachtclub. Ja, dann sollten die eigentlich alle gleich fahren. Dann nehmen wir einfach mal diese Frau hier. Verfolgen die, mal gucken, wie die so fährt. Und wie oft die umsteigt. Ja, die müssen ja echt nicht so viel zahlen, das ist ja sau wenig. Na? Wo kommen die eigentlich mehr? Die kommen von da drüben. Aber hatten alle sau viele an der Bushaltestelle, die kommen bestimmt alle. Vom Bus und kommen dann hier rüber. So, wie sie ist nicht eingestiegen. Das ist das falsche Fahrzeug. Und die will geradeaus. Das fände ich ja ganz cool, wenn man jetzt mal so sehen könnte. Hier würde eine einsteigen, der fährt dann da rüber und dann so. Warum nehmen wir mal hier die Haltestelle? Aber da kommt, dauert bis die nächste Bahn kommt. Egal, warten wir mal hier. Der will ins Kino. Keine Ahnung, wo das Kino ist. Es gibt ja wahrscheinlich auch nicht nur eins. So, ja, hier haben sie schon die bessere Haltestelle. Das könnten wir eigentlich auch hier hinten mal machen. Wir warten ja jetzt immer ziemlich viele Leute. Könnten wir auch mal die besseren Haltestellen gerade bauen. Das machen wir gerade mal. U-Bahn in Richtung hier. Das spendieren wir den Leuten mal. Wir haben ja schön viel Geld. Die Einnahmen sind ja auch noch gut. Das machen wir hier auch gerade mal. Guck mal, wie viele da stehen. Dann sind die vielleicht auch nicht allzu unzufrieden, weil die Haltestellen vielleicht besser sind. Aber da nur wirklich, wirklich vielen Leute stehen, da machen wir das. So. Macht die Frau. Wo ist die denn jetzt? Zu Fuß unterwegs? Nee, hä? Wo ist die denn? Ach scheiße, habe ich den Rentner weggemacht. Scheiße. Ja, und ich brauche dieses Baueinrichtung nicht mehr. So. Gucken, vielleicht finden wir ihn noch. Und da ist er ja noch. Der ins Kino will. Aber er wird bald nicht mehr so lange da rumstehen. Eieieiei. Bleibt denn, ja, da kommt eine, die aber schon so jetzt schon überfüllt ist. Ob da noch der reinpasst? Ja, er ist drin. Dann heißt es, ihre Leistungen werden, was auch immer das heißt, wahrscheinlich geschätzt. So,
So, hier, da drüben ist die entgegengesetzte Richtung. Also die Richtung, konnten gar nicht alle rein. Der Fahrer einfach ignoriert. Aber ja gut, 1% werden ignoriert. So, dann bezahlt man, fahrt man für den Sportpreis. Naja gut, den Sportpreis kann man jetzt hier nicht nennen, beim Obus schon. Und ja, da müssen die Leute ja echt nicht bezahlen beim Obus. Das ist ja so gut wie umsonst, dass sie da fahren. So, mit der U-Bahn, die gerade hier fährt, fahren die nachher auch wieder zurück. Die auf der anderen Seite warten, werden auch gleich wieder fahren, weil die U-Bahn ist hier. So, er steigt aus und er geht... Oh. So, wo geht er denn jetzt hin? Jetzt geht er auf der anderen Seite. Hä? Ach so, genau, jetzt geht er hier runter. Aha. Und jetzt kommt die U-Bahn von dort. Das ist ja, ja, das ist einer, der wahrscheinlich ziemlich zufrieden ist mit uns im Moment. Weil, ja, hier die U-Bahn gleich kommt, der kann wieder umsteigen. Und jetzt geht's einmal nochmal hier an der Haltestelle. Und das war die letzte Haltestelle in diesem Bereich. Und jetzt geht's übers Wasser. Ja, ja, das ist halt jetzt schon ziemlich gut für die Leute. Jetzt kommen sie da rüber. Mal gucken, ob der jetzt noch mit einem anderen Verkehrsmittel entfährt. Das ist immer ganz lustig, so die Leute noch zu verfolgen, wo die so langfahren. So, aussteigen tut er nicht. Er ist immer noch überfüllt. Ja, die U-Bahn. Gucken, ob der hier aussteigt und zur Bushaltestelle geht. Nein, er fährt noch weiter. So, jetzt ist er nicht mehr überfüllt. Aber gut, dass wir hier die großen Sternberger Antilopen einsetzen. Das wäre sonst nichts. Also, das würde die nicht schaffen. Diese, ja. Die kleine würde hier. Da müssen wir die kleine viel öfters fahren lassen. So, da steigt jetzt hier eh keiner mehr zu, weil es ja kurz vor dem Depot ist. Die müssen. Dann steigt er an der letzten Haltestelle aus. So, hier steigt er aus. Schubdiwupp und geht da hoch. Da, was? Wieso geht er auf der anderen Seite? Da müssen wir jetzt mal nachverfolgen. Wieso geht er auf der anderen Seite wieder runter? Hä? Das muss ich jetzt nicht. Das müssen wir jetzt nicht verstehen, oder? Na, hier haben wir auch schon die bessere Haltestelle. Gell, da sollten die Leute vielleicht. Ich glaube, dass es bei besseren Haltestellen die Leute nicht so schnell unzufrieden werden. Aber sicher bin ich, so sicher bin ich mir da gar nicht. So, warten wir mal auf die nächste Bahn. Machen wir die Zeit mal ein bisschen schneller. So, er ist eingestiegen. Und wo geht er jetzt hin? Bla bla bla. Ah, hier ist das Kino. Hey, wieso ist er dann umgestiegen? War er zu faul zu laufen, aber gut. Muss er wissen, das hier lehnen wir mal ab, weil das ging ja hier einmal so mittendurch, da haben wir ja schon eine Linie. Und das hier mit kaufen Sie drei Straßenbahnen. Können wir erstmal behalten. Unser Ansehen ist ja gerade wieder, oh, schön. Alle mindestens über 60%. Und wir gucken mal, endlich können wir die Preise mal wieder ein bisschen anziehen. Buspreisen die Leute jetzt im Moment, akzeptieren die das? U-Bahn kann auch wieder ein bisschen teurer werden. Aber das ist ja echt schon, ja, übel, für wie günstig die mit dem O-Bus da fahren können. Ah, der ist auch richtig immer schön voll. Wir gucken auch mal wegen den Gehältern gerade, dass die den 1% nimmt er nicht auf. Wir machen mal 11 Geld und hier machen wir 9,5 Geld. Der Euro, ja, die Währung ist ja hier Geld, ne, deswegen. So, folgen wir mal so einer. Naja, jetzt ist der super. Da sind schon die nächsten, aber wo kommt der nächste O-Bus? Das dauert noch. Ah, da kommt er schon. Folgen wir doch mal der Person, die hier alleine wartet, dem Arbeiter, der zum Geschäftshaus will. Das heißt, er fährt jetzt zur Arbeit am Sonntag um 15 Uhr. Na dann mal gucken, wo der hingeht. Geschäftsgebäude, das könnte aber auch gut sein, dass er hier gleich wieder aussteigt. So, schon wieder angehalten, jetzt ist der Bus fast doppelt so voll, 48 passen maximal rein. So viel können ja auch rein, so viel haben wir ja gesagt, soll zugelassen werden. So, wo geht er jetzt hin? Laufen, 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 laufen. Und er ist in der Arbeit. Boah, was ein Geschäftsgebäude. Was ist das denn? Was ist das für ein Gebäude? Durch beide Obus. Oh, die Obus, die sind echt in den Einnahmen ziemlich gesunken. Das wäre natürlich ganz. Alter, jetzt sind die wieder nicht zufrieden mit dem Preis. Oha, also. Das geht ja mal gar nicht hier. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir vielleicht nur mal ein paar Haltestellen ausbauen. Beim O-Bus auf jeden Fall keine besseren Haltestellen, weil die Leute da ja kein Geld dafür bezahlen. Also sehen wir das auch nicht ein, dass wir da bessere Haltestellen machen sollen. Gibt sonst irgendwo noch was, wo man. Hier haben wir da eigentlich schon die besten hingemacht? Ich glaube, hier haben wir sogar die besten, gell? Die hier. Ja, die haben wir da. Da gibt es eh keine besseren beim Wassertaxi. Das läuft aber auch alles gerade ganz gut beim Wassertaxi. Wie viel nimmt das denn ein?
So, da warten auch ziemlich viele, aber ich glaube, da haben wir auch schon die beste Station. So, das nimmt auch gut ein. Das andere Wassertaxi hat sich echt erstaunlich gesteigert. Durch die Erhöhung der Dings, durch die... Oh, das kleine Booster manchmal, echt, das ist doch... Der ist aber nicht überfüllt. Und da warten ganz viele, die wollen alle mit durchs Runde fahren. Naja, das sind jetzt schon weniger. So, die Rentner, die Olivia Koch, die will zum Basketballfeld. Hä, wie fährt die denn da? Oh, Fahrzeug auf Wartezeit zu lang. Ich sag nicht, dass die zum Basketballfeld läuft. Da, komm, steig doch ein. Na, durchs Runde ist die einzige Linie, die sie nehmen. Hä, wo sind die denn hin? Basketballfeld? Ach da, naja, das geht ja noch. Ach, da wollte sie mit der anderen fahren. Mit der Linie 3. So, wir haben ordentlich Geld. Was soll's nicht? Ich würde sagen, wir bauen. Ich überlege gerade, ob wir diese Linie hier noch ausbauen sollten, weil die ist schon ziemlich lang, die dritte U-Bahn-Linie. Aber hier hinten, das wäre natürlich ganz gut, wenn wir das vielleicht noch anbinden würden. Aber was wir dann wahrscheinlich als nächstes machen, ist hier einmal durchs Runde, bei der Linie hier, wo wir schon einmal durch Runde, einmal mittendurch haben, noch einmal außenrum bauen. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie das eigentlich mit dem Verkehr hier aussieht. Ob das jetzt schon weniger geworden ist. Nein, wir haben zwar jetzt die U-Bahn-Linie, aber hier ist nicht mehr so lang der Stau. Das ist ganz schön. Wahrscheinlich haben jetzt viele Leute die U-Bahn-Linie so, sag ich mal, akzeptiert und nutzen die jetzt auch. Und das ist halt das, ja, ziemlich Gute jetzt. Und da, fahren da nicht mehr so viele mit dem Auto hier. Das ist wirklich jetzt richtig entlastet. Man kann ja mal gucken, pro Monat nur noch 12%. Hier vorne ist es natürlich dann schon wieder jetzt noch ziemlich hoch. Aber das sind nur die letzten Meter. Vor der Abfahrt da halt. Aber das ist jetzt ziemlich entlastet worden, besonders halt durch die U-Bahn hier. Weil die halt da, wie gesagt, die ganzen Leute von dort drüben da schnell hintransportiert. Besonders kommen halt die Leute hier auch gleich hier oben in die Gebiete rein. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht der eine oder andere das noch nicht so, damit so gern fahren will, weil die halt, besonders wenn man jetzt hier drüben arbeitet und dann nach da drüben will, dann muss man erstmal mit der Straßenbahn nach da vorne fahren. Kann dann hier mit dem Wassertaxi nach da vorne oder man fährt dann, steigt dann um zur anderen Straßenbahn, fährt hier rüber, muss dann in den Bus umsteigen, muss dann hier hoch, bla bla bla. Und mit der U-Bahn gibt es einen Weg und vielleicht akzeptieren das mehr Leute und finden das ganz gut. Und deswegen, ja, nutzen die das vielleicht auch eher so. Die Preise können wir wieder noch nicht alle etwas anziehen. Mensch, das wäre doch ganz gut, wenn wir beim O-Bus das wenigstens mal erhöhen könnten. Wenn die dafür 0 Euro fahren könnten, das 0 Euro schließt man die Linie ja gleich. U-Bahn Depot 2, das ist das da, hat nicht genug Fahrzeuge. 8 braucht das maximal. Heißt, wir werden dem nochmal ein paar Antilopen kaufen. Und zwar 2 Stück kaufen wir dem gerade noch. Und da fahren ja immer schön raus. Wäre natürlich ganz cool, wenn hier so alle nebeneinander stehen würden. Aber ich weiß auch gar nicht, man kann ja hier auch viergleisig die U-Bahn-Linien bauen. Wenn ich euch mal zeige, kurz hier. Seht ihr hier, da kann man auch viergleisig. Entweder man macht 2 in eine Richtung, naja, das wollen sich so lohnen, naja. Kommt drauf an, wie man halt bauen will. Oder hier viergleisig, also 2 in eine und 2 in die gegensätzliche Richtung. Ja, gut. Ich weiß nicht, für welche Linie. Das könnte man dann ja. Da müsste man auch nochmal dazwischen irgendwie so Vergleisungen haben, um dann vielleicht nochmal, dass die auch da wechseln können. Aber ich weiß nicht, für was sich das lohnen würde. Weil so eine U-Bahn kann ja auch, hier, wenn wir jetzt noch eine zweite zum Beispiel von hier vorne, jetzt nur mal als Beispiel, hätten, die von hier vorne nach hier geht und auch diese Brücke nutzt, die kann die ja, da brauchen wir jetzt nicht gleich eine viergleisige Brücke, deswegen verstehe ich das nicht ganz. Aber für die, die halt dann wahrscheinlich nur so mega U-Bahn-Linien bauen und so ganz viele, die nutzen es vielleicht. Hier können wir dann schön bei der Straßenbahn die Straßenbahn außen lang führen. Und ja, hier ist eh nicht so voll an Autos, aber vielleicht, ja, kommt da ja noch was. Und wir werden die aber werden die in diese Richtung fahren lassen, weil die halt dann auf der Innenseite schön fahren kann. Und dann, ja, bauen wir das wahrscheinlich dann im nächsten Teil. Beginnen dann damit. Das ist dann eine ziemlich lange Strecke, aber wir können ja da auch ein paar einsetzen in Straßenbahnen. Dann fährt die hier einmal außen rum. Und das, da gehe ich mal von aus, dass das die Leute nutzen werden. Weil da kommen sie einmal hier durchs ganze Gebiet. Man könnte natürlich auch, naja, hier jetzt nur so ein Abzweig machen. Das würde ich jetzt nicht so. Wir haben ja in der Mitte schon wirklich die Buslinie. Hier hätte sich damals wahrscheinlich mehr gelohnt, wenn wir eine Straßenbahn gebaut hätten, weil halt die dann hier in der Mitte so hätte fahren können. Aber mittlerweile hat sich ja auch wieder alles hier geregelt. Die Autos können ja hier zweispurig abbiegen. Also, da ist es kein Problem. Manchmal haben sie anscheinend noch hier so ein Problem, die manchen Autofahrer, dass sie nochmal wirklich auf die linkeste Spur müssen, was man nicht versteht. Und hier, ja, hier fahren sie auf der Buslinie, dann wechseln sie wieder und dann wechseln sie hier rüber.
Ja. Und dann würde ich sagen, war es das von dem Teil. Im nächsten Teil, wie gesagt, beginnen wir eine neue Linie zu bauen. Die Straßenbahnlinie, die dann hier rumführt. Ich hoffe, die lohnt sich für uns. Das wird eine ziemlich lange Linie werden. Ich weiß gar nicht, wie lang sind jetzt sonst die Straßenbahnlinien. Wir gucken mal die von hier drüben. Die von hier losgeht, die ist jetzt. Die ist ganze 8,6 Kilometer lang. Ja, das könnte aber hier auch gut. Dann kommen wir, gucken mal die Linie durchs Runde. Die ist 7,8. Das ist von da nach da durch 7,8. Na, die wird wahrscheinlich so um die 15 Kilometer vielleicht lang werden, aber das werden wir sehen. Die U-Bahn-Linie, die wir hier neu gebaut haben, die ist sogar nur 8,6 Kilometer lang. Also die U-Bahn-Linien sind jetzt gar nicht so mega lang, aber wir haben ja auch drei verschiedene, die sozusagen, man muss erst mit der einen fahren, dann umsteigen und dann wieder umsteigen, aber ja, das hier in der Mitte, wenn wir da von hier bis nach, von hier bis einmal ganz darüber, das hätte vielleicht irgendwann, wäre jetzt auch zu viel geworden, glaube ich. Und ja, wir haben auch einen neuen Auftrag, der will was mit Wohngebäude, U-Bahn-Linie. Irgendwo hier drüben, wo wir jetzt gerade schon eine gemacht haben. Wunderbar, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Behalten wir uns erstmal im Hinterkopf und dann, ja, machen wir das hier mit der Straßenbahnlinie, weil dann können wir auch das hier dazu machen. Im nächsten Teil, dann war es zu dem Teil. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Rhein-Gemeins. Ciao!